Let's play RimWorld, ihr wilden Pferdchen. So, oh shit. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich hier winke. Damit ich hier die Player Time kriege. So, jetzt haben wir's. Jetzt können wir anfangen zu spielen. Emil ist wieder am Start. Mega gut. Das ist mein Emil. Mein Name ist Emil, ich bin am Start. Und mega gut. So, wir gucken einfach mal, was ich hier so anberaumt habe. Anberaumt ist auch ein gutes Wort. Ne? Oh, guck mal, die neunte Rippe wurde zertrümmert. Der ist immun. Wieso füttert die niemand? Ach, weil alle schlafen. Weil kein Essen da ist. Ach ja, das auch. Boah. Jemand muss schlachten und dann wird gekocht. Aber schlachten geht auch ohne Strom. Weil du hast ja gar nichts zu tun. Ja, genau. Das Problem ist, die haben gerade, glaube ich, auch diesen Angriff hinter sich. Und Erika war total fertig. Jetzt prügeln sich Gefangene. Ja, die Idioten, ey. Ja. Weiß ich nicht. Die prügeln sich ja nur. Dann wird einer ohnmächtig und gut ist, oder? Ja, solange der ohnmächtig wird, der zuschlägt. Ja, der andere ist sehr verwundet. Wir haben übrigens auch noch ein psychisches Boom für alle Männer, ne? Wir haben. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Solange das da drin bleibt. Ich überlege nur gerade. Wolle wird rasend vor Wut. Sehr hungrig. Ja, Erika ist halt so gut wie noch nicht erholt. Sieht's mit Wetter aus? Frieden. Ja, und sie muss, die darf ich nicht wecken, das geht nicht. Also, naja, wir müssen die sich jetzt erstmal ein bisschen prügeln lassen. Eigentlich bringen die sich ja nicht um. Ach, guck mal, die hauen jetzt zusammen auf den, oder? Nee. Halkuri steht da nur rum. Ah, guck mal, jetzt hat der den umgebracht. Oder hat sich wieder beruhigt. So, das war friedlich, alles gut. Die ist halt bewusst aus der Gegend rum, ne? Ja, das war nicht schlimm, oder? Ach, Wolle war sauer. Ja. Ah, dann hat Wolle vielleicht Hakuya auch noch einen Hit gegeben, weil es sah so aus, als hätte Hakuya einen Hit gekriegt. So schlimm wird es schon nicht sein. Die kommen schon klar. Also ich spule mal ein bisschen vor. Das ist jetzt. Jetzt gerade ist mitten in der Nacht, oder? Mhm. Da müsste Erika ja eigentlich wach sein. Weil sonst ist sein Schlafrhythmus wieder total im Ende. Ja, wahrscheinlich war er zu lange wach, ne? Genau, ja, Erika, komm. Du musst. Ich weiß, du bist jetzt sauer, aber. Erika muss jetzt gerade mal ein bisschen schlachten und kochen. Achso, okay, es geht um echte Real-Life-Pyromanen. Ja, die sind, da gibt es ja auch Leute, die genau, soll auch bei der Feuerwehr Pyromanen legen, die es einfach geil finden, Feuerwehr zu löschen. Da kommen wir das Grubia, hervorragend. Koch mal schnell was, damit Truller nicht wieder anfängt, rohen Kram zu fressen. Okay. Ah, die versorgt Leute. Oh, stopp. Ah, wir haben ja den Medical Tab jetzt. Das finde ich übrigens ganz cool. Das ist ja eine Mod, ne? Mhm. Aber das sind nur unsere. Gefangene sind ganz. Oh, die sind auch auf Supermedikamenten. Genau, da ist nämlich. Wir haben nur Supermedikamente, das ist das Problem. Die Frage ist aber. Ja, nix. Die haben nur Prellung, oder? Ja, da kannst du mit gar nichts arbeiten. Ja, dann kann er Medizin haben. Ja. Da ist der Daumen ab. Ups. Nee, das ist schon auf Biomedizin und Ettepupette. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Du musst die dann kurz abbrechen, glaube ich. Ich glaube, die rafft das. Oh ja. So, jetzt guck mal, jetzt kann sich Gubia was Leckeres zu beißen holen, oder? Ganz schön viel in so einer Gazelle. Gubia, kein Hüngerchen? Hunger. Ah, jetzt. Rubia, gehst du jetzt wieder rohes Fleisch fressen? Isst Steinbockfleisch? Bist du dumm? Ja, Asketen vielleicht? Ja, dann wird sie es ja mögen, ne? Wo ist denn die Mahlzeit hin? Liegt hier im Kühlfach. Ah, ja, dann schickst du doch essen. Warum macht sie das denn aber nicht? Vielleicht hat Hallo, Erika Janis. Die Mahlzeit gerade getragen, als Rubia sie. Erika frisst jetzt erstmal im Stehen. Aber wir haben nur einen Stuhl. Okay, wir müssen dringend die Gefangenen füttern. Und dann muss. Wer kann denn eigentlich? Kann Gubia vielleicht sogar besser kochen? Guck mal, die kann das ja viel besser. Also die hat zumindest da einen Fokus drauf. Ja, dann? Dann kann er ja schlachten. So, da habe ich. Ja, das ist auch alles noch nicht, siehst du, das ist hier noch so gut wie nicht. Also ich habe das grob gemacht, aber du weißt ja, wie ich bin. Strukturiert und klug. Versorgt jetzt erst. Nein, koch bitte erst.
Und Felder irgendwo? Ja, ein kleines hier unten. Wir sind mega schnell gewachsen, das ist halt das. Aber es geht schon. So, Erika ballert hier richtig durch. Okay, ich würde sagen, Erika baut den Raum oben noch zu Ende. Mhm. Wenn das Vieh geschlachtet ist, und dann geht Erika schlafen, würde ich sagen, oder? Ja, okay, gut. Dafür hast du einen Raum hinten zu bauen? Es ist, glaube ich, schon vorgeplant. Oder ist das nicht die Farbe? Steckt das auch schon drin? Da? Ne, es ist noch nicht. Na, Moment, ich habe Erika nicht. Oh nein, jetzt lässt das hier einfach liegen. Oh, Udo holt sich das bestimmt. Liebe Harry! Versucht mit Gubia eine Romanze zu umwerben. Gubia hat die Umwerbung abgelehnt. Oh nein! Im Vorbeigehen so. Ich liebe dich! Und sie so, nein! Ich baue für dich eine Steinhütte. Bin gespannt, was er jetzt freiwillig macht. Wahrscheinlich ins Bett gehen, oder? Ja. Warum bis 7 Uhr? Läuft das noch? Erika ist ein richtig harter Dude, ey. Wir können jetzt eine Arbeitszone festlegen oder so. Lohnt sich das? Wer hat das schwerste? Gubia, was hast du denn schon wieder? Hässliche Umgebung. Ja, bla bla. Überall Tierfetzen und Blut und der Schrank, also der Herd stößt schon an den Schlachttisch. Muss echt so sein, dass sie quasi mit den Ellbogen kann sie sich quasi hinten auf den Schlachttisch legen, während sie kocht. Ich muss mich dringend daran erinnern, dass ich das gleich wieder zurücksetze. Ja. Ich will das jetzt mal ausprobieren, weißt du? Mhm. Das ist ja die einzige Möglichkeit, jemand. Erika darf jetzt nirgendwo anders hin als hier, deswegen kann. Das Bett nehmen. Damn. Das Bett rausnehmen. Arbeitsgebiet verkleinern. Ja, das ist zu recht. Arbeitsgebiet verkleinert. Arbeitet. So, Erika. Jetzt ist aber vorbei mit Spaß. Hier wird nicht geschlafen. Der einzige Platz, wo du schlafen kannst, ist in der Mauer. Sie auf den Boden legen. Nein. Achtung. Ich will doch nur, dass der scheiß Raum fertig wird. Ja, Erika geht's doch hervorragend. Aber die Schlafzeit ist, glaube ich, jetzt. Ich will kurz wissen, ob sie sich jetzt wirklich nee, sie macht's jetzt. Ich glaube, er wollte das Dach bauen, kann das sein? Mhm. Guck mal, da steht Erika jetzt im anderen Bett. Das hat er eben schon gemacht. Ja, aber was hat er draußen gemacht, meinst du? Mhm. Er musste halt raus, weil innen sein ist nicht erlaubt. Weißt du, der muss immer wieder nach draußen. Darf sich ja nicht aufhalten drin. Aber. Das heißt, er geht raus und findet dann draußen die Aufgabe, geht dann wieder rein und baut es. Wenn du ihm die Reihe da gibst, ne, an der Mauer, dann kümmert er sich drum. Wenn ich das hier vorne noch reinmache, meinst du? Ja, wir lernen das ja. Also, hast du das schon öfter mal benutzt mit den Arbeitsgebieten? Manchmal. Wichtig ist ja nur, dass er nicht ins Bett darf. Ach, Gubia, oh krass. Ja gut, das ist aber nicht schlecht. Aber das macht ja auch priorisiert, ne? Die kann ja nicht aufhören. Ich kann gar nicht aufhören. Ja, du hast sie verboten aufzuhören. Ja, es geht ja erstmal darum, dass die. Jetzt hat sie, glaube ich, genug, um alle zu füttern. Jetzt ist. Sie isst nochmal? Nein, sie chillt. Aber sie hat sich eins mitgenommen. Fürs Inventar, glaube ich. Ja, sie hat einfach mal eins mitgenommen. Ja, irgendjemand muss hier die. Er versucht, die zu rekrutieren. Kann er das denn? Ja, er ist sozial 10. Sehr gut. Vielleicht klappt ja. Aber wenn du hier gerade hier so blutig rumliegst, ne? Willst du nicht in das Zimmer? Ist doch eine Cola und so. Es klingt ein bisschen wie ein Haus und du darfst doch nicht ins Bett. Hallo, Hime Masami. Ich habe nur zusammengefasst. Also ist alles bisher okay. Alter, Lager Nummer 2. Na, das ist ein bisschen. Woanders heißt es Überstunden. So ganz einfach. Loltafaga. Ich finde, das ist so verrückt bei Rimworld. Das Anfang macht irgendwie immer am meisten Spaß. Ja. Hallo Jan! Also, es muss halt immer wieder neue Leute geben, die man mag. Ne? Also bei mir war es so, bei meinem Riesenlager, da war halt auch irgendwann meine Hauptkonstrukteurin war halt tot. Okay.
Jetzt hat sie fünfmal gestörten Schlaf. Ja, aber sonst hat sie kein Dach, weißt du? Der Raum geht, obwohl das ist offiziell ein Raum jetzt. Ja, ist das so? Ne, weil die Ecke fehlt. So, das weiß ich nicht. Du kannst, wenn du unten ein Dach anschaltest. Oh, das ist doch jetzt ein Räumchen, oder? Ja, läuft, ja. Gute Nacht, Erika, schlaf schön! Zweimal. Ja. Alles super. Ist alles super. Was macht Cherry? Cherry trainiert Tutsi, das ist super. Tutsi soll nicht bald tragen können. Das Problem ist, Tutsi ist jetzt leider an den Dude gebunden. Ja. Kann man das noch wieder auflösen? Nee, oder? Nee. Oh, doch. Risiko, Zusammenbruch schwer. Ach, Gubia. Gubia ist echt eine Nervziege. Irgendwie muss euch mal ein bisschen putzen bei euch, weil es stinkt überall nach Blut. Und sieht ja, ich glaube, Cherry hat jetzt ein bisschen Zeit. Stimmt. Cherry versucht, Wolle zu rekrutieren. Okay, die werden jetzt hier alle behandelt. Machen wir mal eine Priorität auf Putzen, oder? Mhm. Ihr müsst reinigen, beziehungsweise solltet. Viel wichtiger als eigene Zimmer. Ja, kommt jetzt. Ja, machen wir die Heimatzone draußen ein bisschen weg. Yes, yes, yes. Ja, auch nur fürs Löschen richtig, ne? Mhm. Hier müssen wir momentan nicht putzen. Ach, die Putzmod hatten wir nicht installiert, ne? Leider nein. Ja, nicht. Heimgebiet ist so ein bisschen tricky, finde ich immer. Putzen und Feuer machen sind halt zwei verschiedene Bedeutungen, finde ich. Ja, genau. Es müsste irgendwie eine Löschzone geben und. Und dann denkt man nur, es brennt und dann wundert man sich, warum putzt denn der? Warum löscht denn da keiner? Immer schön draußen putzen. Super wichtig. Aber wir sind immer noch in Deutschland, ne? Ja, schick ihn doch rein. Schick ihn doch in die Gefängniszelle. Er müsste doch jetzt fertig sein, oder? Und das Geröll kann er ja wirklich mal wegmachen. Jetzt geht er bei Erik. Ja, du hast recht. Einfach eine Putzzone machen. Gibt's eine Putzzone? Gibt's das jetzt, Xerexis? Das ist doch eigentlich eine Mod. Oder meinst du, dass man jemandem sagt, du darfst jetzt nur in der Putzzone sein? Meinst du das mit... Weil es gibt eine Mod, bei der kann man einfach, gibt es dann quasi eine Putzzone, die für alle gilt. Das ist eigentlich ganz geil. Sieht aus, als würde er dem Typen ins Gesicht putzen. Ich putze dir ins Gesicht. Nur noch leichter zusammen. Guck mal, Gubia erholt sich langsam, weil es jetzt schön ist im Zimmer. Ja, tatsächlich sieht nicht besser aus. Alter, was ist hier eigentlich passiert, ey? Ja, normale Zone definiert. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Und die dem nur den Puzzerino geben, quasi, ne? Ja, so ähnlich wie du es gerade bei Erika gemacht hast. Ja. Aber der Raum ist ja auch wirklich extrem versifft. Der ist richtig schmutzig, das stimmt. Aussehen, es wird besser. Oh ne, 27. 26 wird immer schlimmer. Er muss in den Dreck hier auch rein. Nein, der Raum verliert. Der Raum wird hässlicher durchs Putzen, ey. Boah, es ist wirklich unglaublich schmutzig, ne? Ja. So, Gubia putzt jetzt, das andere Putzen. Kocht jetzt hoffentlich ein bisschen. Nee, das Gegenteil. Na, sie füttert. Aber ist auch das Gegenteil von Kochen. Hallo, Kanye! Home Area, der Bereich, in dem geputzt wird. Genau, Kanye. Das ist aber das Problem. Ist auch der Bereich, in dem Feuer gelöscht wird. Oder eben nicht, genau. Das ist das, worüber wir uns gerade echauffierten. Also mir ist egal, wenn draußen ein Baum dreckig ist, aber ein Baum... Ah, guck mal hier. Richtig lecker. Guck mal. Wie lecker der Raum ist. Ein Baum neben meinen Feldern soll nicht brennen. So. Nächstes Projekt ist, wenn Fadi wieder wach ist. Nämlich Erika, das ist geil, sie müssen übereinander klettern, so stelle ich mir das jetzt vor. Das ist wie bei. Entschuldigung! Das ist hier wie bei PlayerUnknown's. Wenn, das ist ja ganz oft so, du stehst an der Fahrertür und der andere steht an der Beifahrertür, beide steigen ein und tauschen aber Plätze beim Einsteigen. So, das finde ich mega gut. Einfach wie ich in die Wüste, gibt es keine Bäume, keine Probleme. Ja, das stimmt. Keine Bäume, keine Arme, keine.
Komm, jetzt haben wir es mal schön, du. Jetzt haben wir es mal schön. Wie das Land, so das Jever. Keine Bäume, Probleme. Bäume, keine Kekse. Wenden hier noch so, wir haben noch ein Scheißbett, sollen wir das da reinstellen? Warum? Achso, besser als Boden, definitiv. Ja, ne? Aber du hast keinen Platz dafür. Ja, ist ein bisschen eng, ne? Ist ein bisschen eng. Aber wir haben. Was machst du immer? Du baust immer so Engraum-Sachen, so. Das war einfach der Angst geschuldet. Welche also der Angst? Zeit. Also so. Es war alles notdürftig. Also wir mussten. Ich bin froh, dass dieses Gefängnis eine Tür hat. Also das war alles kurz vor knapp, da war nichts geplant. Ist das eine Aufnahme von YouTube? Nee, ich sag jetzt das. Nee, die läuft. Das läuft. Wir sind. Ah, ja, okay. Ich versuche immer hier noch der Zeit zu gucken, aber. Nee, die musst du ausrechnen. Die Zeit. Die Differenz ergibt die Folgenlänge. Easy, ne? Ach, guck mal. Da guck ja da ein Dach. Oh, da hat Erika letztens ohne Dach geschlafen. Lüftungslitz. So, okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Sieht der Raum nochmal aus, ne? Ja, jetzt langsam geht's voran. Aber das ist ja immer das Problem. Guck mal, Gubia kann auch. Kann ja den richtigen. Oh, hat auch eine Flamme drauf. Also. Und Wände sind ja auch egal. Da ist ja dieses Masterbilder. Die Mod wird ja davon wahrscheinlich nicht getriggert, ne? Mhm. Du siehst in den grünen Pfeilen, ob die getriggert wird oder nicht. Das Ding ist, die wird auch nicht bei sowas getriggert wie Solarkraftwerk und so. Was ich gar nicht so gut finde. Weil wenn Sachen mit richtig viel Materialeinsatz gebaut werden, dann will ich auch eigentlich, dass das nur der Beste macht. Ja, Erika ist am Start. 18 Uhr. Erika ist am Start. Hm? Okay. Ja, komm, dann lass mal überlegen, was sind die nächsten Schritte? Ich glaube, genau, wir brauchen einzelne Gefängniszellen für jeden einen. Auf jeden Fall. Dafür ist aber das Problem... Du brauchst mehr Holz. Oder du hast 1077 Sachen. Was sind das für Sachen? Wir müssen Stein produzieren, das geht natürlich auch. Ja, das stimmt auch wieder. Dann brauchst du... Nee, du musst nicht... Die Frage, wer ist der Handwerker? Und das fließt doch gar nicht mit ein. Ah, Steine machen brauchst du einen Handwerker. Echt? Aber steigert das das auch? Hatten wir nicht, dass es das gerade nicht steigert? Das haben wir doch mal ausprobiert. Du hast immer gedacht, dass es das steigert, aber es ändert nichts. Das war aber das du Problem. Brauchst es. Wenn du es einem verbietest, kann das nicht. Aber er ist auch. Sherry könnte das. Du könntest mal testen. Verbiete mal Sherry Handwerk. Das kann er aber. Sherry ist in einem Werk. Ja, es ist Handwerk, aber es steigert Handwerk nicht. Das hatten wir doch mal rausgefunden, weißt du noch? Ich glaube schon, dass wir das. Nee, das war Schmelzen. Kann das sein, dass Schmelzen nicht gesteigert wurde? Das kann sein. Welches war das? Eine Sims-Anregung? Oh, hi Flagon! Jule schüttet sich noch ein Blubber-Badewässerchen. Ein Schwein. Ja, achso, du bist nur so neidisch. Ja. Wenn wir dem Vater was Gutes tun wollt, schenkt ihn einem Raum mit einer Badewanne. Das wäre geil. So, wenn wir Steine haben, bauen wir eine neue Gefängniszelle. Wir haben jetzt ja. Ubia räumt ab. Die hat einfach. Also. Die hat das, das Essen da reingestellt, aber alle haben geschlafen. Jetzt hat sie das Essen da wieder rausgeholt. So, ne, wenn ihr jetzt nicht in der Essenszeit esst, bis 20 Uhr hattet ihr Zeit, danach ist keine Abendessenszeit. So. Mir fällt gerade ein, einer schläft ja sogar hier momentan. Ja, ne? Ist doch scheiße. Ich glaube, ist ja im Arbeitsraum schlafen. Kannst du noch den anderen Reiter aufmachen? Ich meine, ja, Steine ist richtig, aber du hast halt einfach recht wenig Steine. Bau doch erst ein bisschen aus dem Holz. Ja, aber dann muss man das, ich finde das so umständlich, das wieder das wegzumachen, weißt du, weil man es ja nicht ersetzen kann. Ich finde das total. Ja, was halt Holz? Ja, wir könnten aber, ja. Ja. Und alle Leute sind übrigens beschäftigt. Warum, also ich verstehe noch nicht, warum du den Rasen mähen möchtest. Damit die Kackbäume wegkommen. Ja, also. Aber auf der Wiese? Vorm Haus? Ich weiß nicht mehr, warum ich das vorhatte. Das war, vielleicht war ich geistig. Ich habe mir dabei was überlegt. Ich weiß nicht mehr was. Es brennt halt nicht vielleicht. Vielleicht bin ich Maus gerutscht. Hier die beiden, die wollen sich aber auch ein bisschen verlieben hier, ne? Plaudert. Okay, Erika baut jetzt hier den Schüssel ab. Was momentan eigentlich gar nicht so wichtig ist. Wir haben jetzt ein paar Steine am Start. So, jetzt wäre der Plan. Also ich kann es mal Stück, das reicht für gar nichts. Ja. Nur, wieso kommt hier eigentlich das Geröll nicht hin? Weil ich es nicht wahrscheinlich nicht markiert habe, ne? Hm?
Tragen. Ja, draußen den Rasen mähen, da habe ich auch. Warum ich das angegeben? Ich meine, das Gras stirbt eh nach einer Weile unterm Dach, ne? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Kannst abbrechen einfach. Also die Bäume kannst du ja weg. Die, Und das sieht auch direkt angenehmer aus, finde ich. Also drinnen, das können sie ja ruhig wegflexen, das macht momentan eh niemand. So, Gubi hat ihr eigenes Zimmer und pennt, Cherry macht Kram. Ja, das Ganze entfernt weg, höchstens Bäume fällen. Ja, ja. Weil du brauchst nur das Holz, finde ich. Also ich weiß nicht, wie viel Holz du gerade hast, aber du hast eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, die Gefangenen zu rekrutieren, wenn du ihnen irgendwelche Räume gibst. Genau, genau. Und du musst auf Cherry aufpassen, weil der arbeitet gerade priorisiert. Ja. Und es ist, also es ist 22 Uhr. Einen kann er noch, oder? Einen kann er noch. Komm, komm, Cherry, komm. Er hat immer einen üblen Stahlsperr, ja? Da soll er sich mal nicht so beschweren. Jetzt hatte ich kurz Angst. Blup, so. Er geht jetzt hier schlafen. So, oh, das Boom hat aufgehört. Das ist ja schon mal super. Jetzt können wir uns überlegen, wohin wir weiterbauen wollen. Eigentlich war ja der Plan, mal nach rechts zu gehen, oder? Osten finde ich supi. Hier habe ich Platz für einen Flur gelassen. Auch sehr gut. Dann können wir hier jetzt Zellen dran bauen eigentlich, oder? Ja, finde ich gut. Dann wäre das... Also ich habe die jetzt alle ein bisschen kleiner gemacht. Die sind 5x5. 5x5 ist doch super. Genau richtig. Hast du gesehen? Einmal rum... Ich habe eine Längswand sind 20 Steine. Ja, pro Wandstück 5. Bäume geben mehr Deckung als Brocken. Okay. Achso, du meinst damit, falls Feinde kommen. Okay, jetzt wissen wir, hier ist ein Schrein. Nicht cool. Nee, warte mal. So wichtig sind Bauteile jetzt gerade nicht, ne? Du hast 13 Stück. Ist nicht so viel, aber trotzdem nicht so wichtig. Ja, jetzt gerade ist es nicht so. Ah, komm mal, jetzt baut er. Sinnvoller wäre es, ein bisschen Steine zu kloppen, damit wir hier hast. Oder Steine ranzuholen. Du kannst ja noch die Umgebung markieren, dass jemand, der auf Tragen fixiert ist, das Zeug in deine Abfallzone bringt. Oder dass du dir hier im Raum eine kleine Abfallzone machst, so 9, also 3x3. Ich hatte auch hier gesagt, der soll nur Kalkstein herstellen, weil das ist das, was hier am häufigsten rumliegt. Aber hast du das auch für, also, der macht das einmal jetzt anscheinend. Ja, ich hatte, glaube ich, 10 angegeben. Kalkstein. Och. Forever? Alter. Warte doch einfach für immer, wenn du so hoch gehst. Ja, ja, das war jetzt auch ein Mann. Es war nur ein. Geil, den hat Erika aber sicherheitshalber freigelassen, weil da, weiß ich nicht, weil da ein Baum im Weg ist? Warum? Welchen hast du freigelassen? Den einen. Achso, den hier. Ja, das ist ein Baum. Cherry hat echt einen guten Ort zum Pennen. Nam 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 nam. Oh, da hat unser Wölflein irgendwie ihn getötet. Nee, irgendwer hat irgendwie pennen, aber hier läuft noch ein anderes Tier rum. Da ist ein Warg. Warg. Xarexis, du hast recht, welcher Stein ist egal, aber es hat auch eine gewisse Sache von Ästhetik. Also wenn das so ein Flickenteppich wird, das finde ich auch nicht so schön. Welcher Stein ist egal? Nee, es ging mir darum, also, okay. Ja, Emil geht es ein bisschen um Ästhetik. Hunger. Mir geht es darum, dass... wir haben nichts mehr zu essen und kein Essen mehr im Lager. Ah, die haben das alles an die Böden verflötet. Ich muss dieses Wildschwein leider jetzt dran glauben. Oh, das möchte ich zähmen. Ich weiß, dafür ist keine Zeit, aber... Oh, und der Gubbel. Nee, ein Wolf lieber nicht. So, wer ist denn... Ich glaube, Erika ist auch unser Superjäger, ne? Ja. Ja, der hat das dicke Energiegewehr. Bisschen näher könntest du schon rangehen. Oh, brauchst du nicht, okay. Alter, das hat aber gut was weggesteckt, ne? 3 Hits gekriegt. Oh, ist das richtig? Oh, ist abgeschossen. Gott! Wicken. Wicken. Komm, da gibt's doch jetzt wieder was zu naschen. Richtig lecker naschen. So, Gubia, kümmerst du dich? Kümmert sich. Ah, Gubia kümmert sich. So, aber
Willst du nicht trotzdem auch noch die Wand in der Küche eins nach hinten setzen? Ja, die muss zwei sogar. Oder? Dass die niedrigen... Ja, dann hast du dazwischen noch einen Weg frei. Ja, genau. Aber ich wollte kurz warten, bis wir Stein haben. Weil sonst das... Na gut. Also so schlimm ist es jetzt ja gar nicht. Oh, da ist der Gubbel-Gubbel tot. So ein Energiegewehr zur Jagd ist praktisch, weil die sind dann schon angebraten, ne? Oh! Die geht auch noch. Ja, ist noch frisch. Die geht auch noch. Und da läuft noch eine rum, ne? Die kannst auch noch jagen. So wenig dran. Das stimmt auch wieder. Ich dachte, ich überall Fahrige, aber das ist noch ein Trudan. Ja. Ja, das darf man echt nicht vergessen, ne? Ja, das ist ein Geier. Ja, gucken wir mal. Krass. Ja, es ist Tag. Hör gerade auf. Oh ja, dann muss dringend schlafen. Er hält gerade unterrisiert. Der war wichtig, ja. Nee, ich hab ihm Arbeitszeiten gegeben tatsächlich. Weil der ist. Ja, der geht jetzt pennen, nachdem er das gemacht hat, denke ich. Ah ja. Ja, kannst auch einfach die Wand kaputt schießen, Vogelbernd. Ja, dann gib einfach der Wand richtig heftig, okay? Ist die auch immer auf. Also, es ist ja nicht schlecht. Die Machtdistanz, ne? Das ist krass. Natürlich ist es super eigentlich, ja. Aber es nervt halt, ne? Ja. Also bei Tierjagen, also bei Jagen nervt, bei Kämpfen ist es gut, finde ich. Also es müsste sowas geben wie, wenn man auf weglaufende Leute schießt, dass er dann nah rangeht. Hi, hi, Franz. Willst du wieder die Damen einsperren? Ja, das ist der Plan. Also hallo, White Black Lion. Hallo, Dobi, alter Blobmod. Blobmod. Und Sunny Girl ist auch da, hallo. Da war eine tote Schildkröte, wo ihr gejagt habt. Jo, hab ich gesehen. Irgendwer eine Trage hat. Willst du noch ein Feld ausgeben? Weil dann, also sobald das läuft mit dem Essen, bei potenziell drei neuen Leuten. Yep. Das ist auch echt hart, mit so vielen Gefangenen auf einmal, weil die machen ja nichts und essen alle. Ja, so ist gut. Dann. Ziemlich groß, aber ist okay erstmal. Ich will halt die fruchtbare Zone so gut wie möglich mitnehmen. Ja, super, haben, ne? Super. So, wir machen erstmal so, dann wird das daneben noch ein anderes. Was wuchs so schnell Reis, ne? Ja. Was wachste so schnell? So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen was zu beißen. Problem ist, Cherry putzt wieder. Cherry Garcia. Weil du ihm immer andere Aufgaben gibst. Ja, ja, der muss ja auch Steine. Also, das ist. Man hat immer zu wenig Leute, ey. Ja, Erika pennt, tut sie, hängt auch in dem Ding rum. Wenn du alles aus Steinen bauen willst, dann würde ich jetzt priorisieren, dass Sherry nicht putzt, sondern Steine kloppt. Weil ich halte es für das Wichtigste, dass die Räume bekommen. Ja, dass sie nicht noch mehr ausrasten. Und das erhöht ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie rekrutiert werden. Mal gucken, wo die Wahrscheinlichkeiten überhaupt sind. Zack. Zack. 12%. Boah, das ist aber. Also wir haben schon Leute mit deutlich weniger rekrutiert. Stimmt. Dauert halt nur leider. Wolle nimmt eine Mahlzeit. Ach, jetzt füttert er die Schergen schon wieder, oder was? Nee. 5,8%, okay, der findet uns nicht so geil. Der liegende Boy. 2%. Na gut, der ist aber auch krank und doof, ne? Jetzt versucht er kurz Tootsie Roll noch zu überzeugen. Das kann ich. Ein bisschen weniger priorisieren, das ist doch echt unwichtig. Ah, der Emil, ey. Das sind Menschen, die ohne Tiere groß geworden sind. Die haben es nicht raus. Oder vier. Sherry. Er muss ja auch niemanden melden. Ja. Und wenn du willst, dass er irgendwas putzt, musst du reinigen höher stellen. Sagen wir auf 3. Übrigens, ich weiß nicht, ob es an den Mods lag, aber man kriegt auch blaue Felder mit Angeboten für Überfälle oder versteckten Vorraten oder so. Das ist echt interessant. Okay. Bödenlegen bringt viel. Ja, du, das. Ja, Bödenlegen ist gut, aber. Das will er nicht mit Holz. Der mag Holz einfach nicht. Nee, das würde ich mit Holz machen. Das ist kein Problem. Das ist ja egal, aber wir haben ja gerade nicht die Kapazitäten. Wer soll das machen? Oder meinst du hier einfach einen Fußboden reinlegen? Ja, zum Beispiel. Ich finde es wichtiger, erstmal Wände zu ziehen. Ja. Vielleicht rekrutiert er jetzt aus Versehen einfach. Ja, was? Was macht er? Ah, jetzt macht er Steinchen. Jetzt macht er. Das ist doch.
Dann kriegen wir vielleicht sogar... Oh, Dinge. Ach, geil, ne, komm, er hat jetzt hier wieder Sachen hingelegt. Obwohl der Raum hier nicht fertig wird. Also, Fusch am Bau, meine Damen und Herren. Es ist Fusch am Bau. Du könntest die Abfallzone neben dem Steinmetz-Dings priorisieren. Eher beliefert. Ja. Ja, Priorität vorzugt. Höhenling, vertrau mir, nur im Schlafraum, rechtsiger Holz. Ich glaube, es macht gar nicht so einen, es macht gar keinen Unterschied, oder? Ob das Holz ist oder Stein? Stein ist besser als Holz. Holz ist 0, Stein ist plus. Ja, der schläft jetzt gerade der müsste jetzt aber gleich aufstehen. Da ist er schon. Guten Tag! Ah, jetzt wird hier weiter gebaut. Wir haben auch wieder ein paar neue Steinchen, ne? 20, vielleicht nicht. Muss er jetzt mal ein bisschen in den trockenen Baum beißen. Auch ein Raum wäre jetzt fertig, ne? Wenn ich nicht alles auf einmal gemacht hätte. Fuchs, wie ich bin. Ding, 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 dong. Ja. Da muss er jetzt auch mal kurz ein bisschen Steine kloppen. Gehen. Dass die Suppe hier fertig wird, ne? Türen wären vielleicht auch nicht schlecht. Ja, aber erstmal die Wände ist auch okay. Auf deine einfache Mahlzeit. Nee, mach mal. Deswegen hatte ich halt das Zeug genommen, weil das hier überall rumlag halt. Ne? Das sind dann was? 15, 15. Ja. Sonnenfinsternis, hervorragend. Ich hätte schon gesagt, dass du bald noch eine neue Batterie brauchst, aber dafür reicht es halt wirklich nicht. Hallo, toter Winkel! Hast du 40 Steine, das reicht, wenn er jetzt auch den nächsten Klumpen gemacht hat. Loslegen. Irgendwie ist auch gerade schon wieder aufgestanden, ne? Alle sind aufgestanden, 7 Uhr. Ja, nur dunkel wegen Dings. Also mit Dings meine ich Sonnenfinsternis. Okay, dann haben wir das sogar. Dann von der Türen rein. Und. Ach, Erika. Und Betten. Licht. Ja, die brauchen theoretisch Licht und. Aber jetzt am Anfang ist es noch nicht so wichtig, ne? Also es geht ja erstmal darum, dass jeder eine eigene Zelle mit einem Bett hat. Und Schlafzimmer brauchen kein Licht. Ja, aber Gefängniszellen schon. Genau, das meinte ich. Die sind aber ich würde erstmal den Typ aus der Küche umquartieren. So, dann haben wir jetzt gleich auf jeden Fall schon mal Wände. Boller hat sich vollständig geholt. Das ist schon was. Ach, Erika. Ist ja wirklich schön, dass du auch so... Oh, 8,1% wie ich hab. Erika, ey. Tut mir leid, du musst jetzt ackern, das geht nicht anders. Ach, Grubia rastet auch schon wieder aus. Guck mal nach dem Raumschiff. Ist dein Raumschiff angekommen? Abgestimmt. Oh. Ja, die Frage ist, wo ist es? Könnte man irgendwann auch mal holen. Ah, Erika, du musst erst bitte die Räume fertig machen, bevor du pennen gehen kannst. Ey, das ist. Das ist neu, das war eine Mod übrigens gerade, ne? Was denn? Dass nicht der Bauer hier das Holz hingebracht hat. Hold me that brick. Mega praktisch, ey. Ja. Jetzt auf Dach verlegen. Das könnte theoretisch auch Troller machen, ne? Oh, mach ich das von selbst weiter? Ja. Nee. Ganz. Aber eins eben, als du geguckt hast, hat er das gemacht, ne? Jetzt schön so eine Bungalow-Siedlung, hat doch sowas von Ferien. Nein! Lassen Sie die Wache fallen! Ja. So, und jetzt lass den Typen aus der Küche auch mal umziehen. Jetzt liegt die Wache immer noch da. Warum hat. Ich hab's ihm gesagt. Dann wollte er aber nicht. So, ding, 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 dong. Dann kann das Bett ja auch weg, ne? Beziehungsweise. Kommt dann erstmal temporär hier rein. Muss es überhaupt? Ist doch super. Wie viele Schlafplätze haben wir? Wir haben 6 Leute und wir haben 6 Schlafplätze, oder? 5. Und ein Gefängnis. 6. Ja, aber wir haben 6 Leute. Ja. Das passt genau. Wie hast du die Huxlip zum Laufen bekommen? Installiert und dann in der Mod-Reihenfolge muss die nach ganz oben. Das ist die Fehlermeldung, die da kommt. Wie viele Qualitäten haben deine Betten?
Echt, normal, normal, blend, gut, überlegen. Nice. Weil jetzt hast du ja ins Über. Ja, das Normale, da könnte man das Schlechte austauschen, ne? Mhm. Aber da geht Erika sich gerade reinlegen. Ja, leg sie woanders rein. Ja. Leg sie. Hier zum Beispiel. Ja. Erika, guck mal, hat sich schon gelohnt, dass du dir das gerade gebaut hast, das Zimmerchen, ne? Merkst du selber. So, Gubia kann ein bisschen bauen auch, ne? Könnte sein. Ja, also erstmal müssen wir die Dudes umsiedeln, oder? Mhm. Das hier wird auch ein Gefängnis. So, und dann machen hast wir... Hast du jetzt in die Chaos Küche denn wegverfrachtet? Weil das finde ich wichtiger. Noch nicht, weil das Bett noch nicht umgeräumt ist. Ah, ja. Das muss jetzt Gubia nämlich machen. Mhm. 18, habe ich das gesagt? Nee. Können sie ja noch zu Ende machen. So, Gubia, bitte. Wichtiger ist, das Bett darüber zu stellen. Ja, das ist das. Das heißt nur, mach das bitte weg. So, dann machen wir es jetzt auch richtig. Dann wohnt Sherry hier, ne? Und dann wohnt Gubia hier. Mhm. Obwohl die brauchen ein schönes... Die ist total abgefuckt. Ja, es ist genau. Ein exzellentes Bett. Es ist super. Exzellent okay. Ja, weil das Zimmer so scheiße ist. Ist egal. Sie schläft super. Immer kannst du danach machen. So, räumst du auch direkt weg. Hervorragend. Hallo, Kusan! So, und dann ist... Letzte noch gefangen wird. Genau. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Löschen wir die? Räumen die dann weg? Ja, dann räumen die... Also der Aufseher räumt die dann weg. Gucken wir mal, was passiert. Okay, das Bett ist entsorgt. Die kriegen dann halt alle noch Einzeltischchen, ne? Aber eigentlich braucht man... wann braucht man schon mal 3 Zellen, ey? Gras bringt übrigens plus 1 Schönheit, Erde minus 1. Geil, sehe wie die Pflanzen noch nicht ab. Geil. Das wusste ich auch nicht. Jetzt macht das, siehst du? Ach guck mal, das ist so geil, wie die die tragen, ne? Hm. Lalalala, du wohnst jetzt hier. Auch direkt ins Bett. Okay. Decke hoch. Jetzt dauert das natürlich mit dem Überzeugen noch eine Spur länger, weil er jetzt immer rumrennen muss, um das zu machen, aber... Jetzt brauchen die auf lange Sicht doch alle nochmal einen Tisch. Und mit langweilig kurz. Ewig. Wenn du Kopie bauen sagst, bauen sie dann auch eine schäbige Kopie? Ja, ja, klar. Passt, ne? Mhm. Das bauen, aber das baut dann der mit dem höchsten Skill. Mhm. Das ist übrigens Quatsch in dem Fall. Warum? Ah ne, Erika ist 11. Ja, Erika hat 11. Mega gut. Das ist so geil. Das ist übrigens auch eine Mod. Die hat Emil mir mal gezeigt. Das ist so geil. Sie ist eine reine Trägerin, aber versorgt jetzt schon alle Sachen mit dem Material. Das macht das normale Spiel nicht. Und das ist so geil. Das ist das erste Mal, dass ich das hab. Guck mal, sie fällt jetzt das... Nee, ich sie meditiert. Den Rasen zu mähen. Nee, sie meditiert. Warte. Okay. Okay, wie weit ist das weg? Weit. Ja, das geht. Es lohnt sich. Ja, hast recht. Oh, da unten gibt's auch Futter. Es lebt noch, aber... Die lohnen sich. Problem Officer. Geht Cherry das jetzt haulen? Ja. Geht Cherry das haulen? Alle haulen das. Ah! Weil ich Priority Hauling angemacht habe. Mhm. Hast du auch haulen gesagt? Das machen die jetzt scheinbar. Nee, hast du haul gesagt? Priority Hauling, habe ich gesagt. Also ich habe das ausgewählt. Ah, okay. Und dann gab es die neue Option, ja. Priority Hauling. Die hast du genommen. Ja, dann ging es ab dafür. Ja. Aber das muss Erika jetzt eigentlich nicht machen. Oh, achso, die habe ich nicht ausgewählt. Oh. Die ist doch tadellos. Wurde sie jetzt schon gegessen. Das ist mir völlig egal. Willst du nicht die Hälfte mitnehmen? Naja, da schicke ich gleich irgendeinen Bob hin. Hälfte. Ja, ich weiß. Aber Ette ist immer mega scheiße drauf. Oh, er ist aber auch scheiße drauf. Naja. Absoluter Vergnügungsmangel für Sherry. Ich kann ihn aber nicht zwingen, sich zu vergnügen, oder? Nee, aber du kannst ihm Zeit geben, sich zu vergnügen. Hat er. Ja, ich meine nicht Freizeit. Alter, okay, um 19 ja. 19 Uhr darf er sich vergnügen. Ich da ein bisschen mehr Freizeit.
So, ihr habt jetzt Zwangsfreizeit verordnet bekommen. Ja, für Gubi ist es gar nicht so wichtig, aber Sherry darf sich halt nicht vergnügen. Doch, doch, er hatte einen Slot. Ja, das hat anscheinend nicht gereicht. Ja, wahrscheinlich habe ich ihm in der Zeit einen Prioritätsbefehl gegeben. Ja. Und dann so, aber ich hab doch Freizeit. Nein! GPFR kann man Gefängnisse mit Freilaufgarten bauen. Das ist dann tatsächlich hier der Prison Simulator. So, warte mal, Erika. Nee, ach, diese Schieferblöcke, das sind 6 Stück, weißt du? Können da auch schimmeln, weißt du? Mhm. So, was ist der Plan? Wir haben jetzt für jeden ein cooles Schlafzimmer. Also, der Puff wird größer, ne? Du musst Erika noch für den Schlafzimmer. Ja, ich will ihn jetzt direkt bauen lassen, deswegen. Okay. Ja. Machen wir es direkt ordentlich? Hey, ich bin immer für ordentlich. Wir machen das. Achso, du machst direkt aus Stein. Mhm. Ja, genau. Direkt aus Stein. Xerxes hat recht, wenn wir Sherry Steine kloppen schicken, hat er Bock drauf. Das macht ihm Spaß. Wegen Doppelflamme. Ah, okay, ja, cool. Guti ist immer. Das ist auch ein geiles Spiel. Kalkstein haben wir, ne? Machen wir es so groß? Das reicht für eine Küche, ne? Ja. Aber Erika ist ein bisschen im Jagdmodus. Also, das muss ja auf Dauer auch wieder kommen. Weißt du, wo wir dabei sind? Das macht man sonst halt nie, ne? Ich kenne mich ja. Ich wollte sagen, also red nicht von Mann, du machst das nie. Ja, das stimmt. Okay, Erika. Bauen ist das, glaube ich. Jetzt müsste er es eigentlich machen, oder? Bauen. Ach, jetzt baut er erstmal den. Ist doch okay. Ja, der hat ja Zeit. Und vor allem die Materialien liegen da schon, ne? Da liegt noch ein Truthahn rum. Links. Ja, wir haben unten ganz viele Viecher schon. Ich weiß, aber die näheren sind noch besser. Da ist auch ein paar drin, okay. Ja, jetzt regnet unser ganzes. Oh, ist das trockenes Gewitter? Doch. Ach, trockenes Gewitter ist mega gefährlich. Wenig Nahrung, okay. Das ist alles noch. Nein, die kannst du nicht. Also, du kannst nur die mit diesen gelben Unterlegungen. Die Sonnenfinsternis kannst du wegklicken. Die kann weg, die Sonnenfinsternis. Lieber schneidern oder bauen, nicht Steine klappen. Ja, wir brauchen halt Steine, ne? Genau. Das ist, also jetzt durch den. Wir haben jetzt 300 Tiefer gefunden, das ist halt ganz geil. Jetzt muss er hier auch noch die Bäume wegflexen an Gumbo. Und alles im Regen, ne? Alles im Regen. Ist zu viel. Ist eigentlich ihr Schlafzimmer mittlerweile halbwegs schön hier, ne? Wir meditieren. Jetzt. Oh, verleg mal Schiefer, dann hast du nämlich helle Wände und schwarzen Boden. Voll cool. Aber meditieren lasse ich sie mal, das ist Vergnügung, ja, oder? Ja, ist es. Okay. Böden. Was ist der Unterschied zwischen schlechter. Platte? Schieferplatte ist schlechter, bin mir ziemlich sicher. Hat keine Attraktivität. Schieferfliese. Welche haben? Eins. Verlegen wir Schiefer. Erstmal bei ihr, weil sie immer so pissig ist, ne? Wow, hast du gesehen? 64. Oh, krass. Ja, 4 Stück kostet das, ne? Gefängnis auch? Oder lieber erstmal. Hier sind ja Fliesen drin, ja, ne? Erika, was? Ach, Erika. Ja, Gefängnis finde ich relevant, weil die sollen ja auch mitmachen. Dann hast du auch alles aufgebraucht. Okay. So, achso, die Folge ist schon ganz schön lang, ne? 26. Vergleich mal gerade bitte die Stabilität zwischen den Wänden. Klick mal eine Schieferwand an. 540, das ist Kalkstein, okay. 140 und Schiefer? Oder was auch immer das hier ist? Stahl! What? Stahl ist 350, okay. Das sind Stahlwände! Stahl ist, ist schwächer als Kalkstein. Wir sitzen auf Stahl! Und jetzt guck dir mal eine Schieferwand an, oben in deinem. Wände habe ich noch nicht aus Schiefer gebaut. Achso, okay. Das ist alles Kalkstein. Toter Winkel, das ist Standard. Die Gefangenen haben bei mir immer die geilsten Zellen. Also viel besseren Räume als alle Einheimischen. Das ist so das Premium-Lock-Angebot. Erika hat sich überlegt, erst die Fußböden zu machen, bevor die Küche richtig ist, ne? Weißt du? Das ist so. Unbedingt mal das.
Konzert gucken, wo das Green Bay Konzert gucken, wo das Publikum Bohemian Rhapsody singt, okay. Klingt beides gut. Was beim Blocken bitte auf, da kann schnell die Karte abfackeln, aber es regnet zum Glück. Granitwinde sind von Wert her die stabilsten. Ach, deswegen bist du drauf gekommen, okay. Ja, ich war mir nicht sicher. Jetzt müssen wir Erika leider erstmal hier von Hand erklären, dass er hier das zu Ende bauen soll. Aber die müssen dann raus. Also, das ist so, vielleicht zögern sie es auch deswegen bei mir raus, zu sagen, dass sie mitmachen, weil eigentlich, also in meiner schönsten Kolonie war bei mir das Dasein eines Gefangenen wirklich verdammter Luxus. Oh ja, ich habe das gesehen, stimmt, die hatten ja wirklich den richtig geilen Scheiß, ne? Ja. Die versuchen sich hier die ganze Zeit zu verlieben, die Schlingels, ne? Ich glaube, das ist halt einseitig. Über Parship. Da verliebt sich ja auch alle 7 Stunden ein Single. Ja. Jetzt kannst du noch den Schlachttisch abreißen und ein Stück nach hinten setzen. Genau, ja, jetzt setzt er da erstmal chillen. Ach, den muss man. Ne, dann müssen wir warten, bis der wieder am Start ist. Der wieder wach ist, weißt du? Na gut. Das Zimmer ist vergleichbar mit der Demo-Version eines Programms, genau, das zeigt nur das Beste. So, wir machen aber jetzt erstmal ein kurzes Päuschen für YouTube. Die Folge ist nämlich auch schon entspannte 50 Minuten lang. Und in diesem Sinne, bis gleich, ne? Sehr gut. Sieht jetzt komisch aus. Hi.